Sterb! Ihr Eiszapfen des Todes! Ja, hier gibt es ein paar Eier und anderes Gedöns. Hopp! Ja, dann gehen wir eben. Ja, meinte ich. So meinte ich euch. Schafft es Kasui? Ja, natürlich schafft es Kasui. Locker. Nein. Ey, Cheeto-Seite. Moment. Alter. Feuer. Ja, wäre zu schön gewesen, wenn es gegangen wäre. Wir müssen weiter hoch. Die ist ja gar nicht mal so klein, diese Eisgrotten-Dingens. Oh, hallo, Freund. Das Problem ist, ich darf die nicht zerbrechen, sonst komme ich hier nicht hoch. Dasselbe hier. Ich will die aber zerbrechen. Ich muss ja da ran. Ja, das ist okay. Jetzt gehen wir da nochmal runter. Achso, da ist eh auch eine Sprungplatte drin. Na, dann kann ich es ja zerbrechen. Ist ja kein Problem. Das war so klar. Kann doch nicht... Kann doch nicht einmal ein freundliches Chichu drinnen sein. Immer müssen das die Bösen sein. Genau, dir helfe ich sicher. Du kleines unnötiges Getier. So, kann ich hier irgendwo jetzt? Nee, okay. Gut, und weiter hoch. Wow, diese Grotte ist ja schön, ein Teleporter. Finde ich gut. Stirb! Honigwabe? Nicht! Bleib hier, Honigwabe! Bleib hier! Stirb doch! Okay, keine Honigwabe. Gut. Ja. Alter, wo? Wo? Da! Ach, wie süß! Ich komme hier nicht ran. Nee. Aber mit Vogel alleine soll's gehen. Zum Glück ist hier eine praktische Tauschplatte. Damit ich mit Vogel alleine tolle Abenteuer bestehen kann. Warte, nochmal. Hui! Nee, geht sich auch nicht aus. Alter! Wieso nicht? Ja, blöd gelaufen, sage ich da nur. Blöd gelaufen. Ah! Genauso wie das. Das ist auch saublöd gelaufen. Ja, aber wie komme ich da dann hoch? Wenn nicht so wie dann. Das muss so gehen. Ja, das muss so gehen. Sage ich doch. Ja, nur so nicht. Ah. Der Vogel ist so schnell und wild. Wow. Ja, wenn er sich jetzt noch irgendwie festhalten könnte, der Vogel. Ein Notenschlüssel. Ja, wie es aussieht, bringt mir das alles nichts. Aber ich möchte mal mit den Bären alleine sein. Lass mich mal mit den Bären allein. Ich werde da zwar nie wieder hinfinden. So, einmal zerstört. Einmal zerstört. Ich werde echt nie wieder hinfinden. Hui. Achso. Und, wann rutscht man? Yay. Achso, schon wieder vorbei. Du,
So, und raus da. So, jetzt sind wir wieder mit dem Bären alleine. Huch. Ich will ja hier nach oben. Ich hoffe, ich komme hier nach oben irgendwie. Na Gott sei Dank, ich dachte schon, das geht sich jetzt wieder nicht aus. Denn da ist ein Spalt in der Pipeline. Und wir haben ja gelernt, klein wie ein Rucksack zu sein. Nee, ist nicht so. Sowas. Ah, ich wusste es. Keller Müllbeseitigungsanlage. Ach ja. Ah, verstehe. Ich weiß, wo wir sind. Es bringt mir nur nichts. Das ist das Problem. Es bringt mir jetzt gar nichts. Es ist so dunkel auch hier. Ich sehe hier beinahe nichts. Ja, schade, es war jetzt immens umsonst und ich hoffe nur, ich finde hier irgendwo ein Warpfeld. Das wäre super. Egal, so lange will ich mit Banjo alleine auch nicht rumlaufen, weil ihr merkt ja, ich habe leichte Probleme mit ihm manchmal. Ah, da ist auch ein Trennfeld. Ja, machen wir es ihm umgekehrt. Da kommt Kazooie eben zu Banjo, wenn Banjo nicht zu Kazooie will. Wieso habe ich hier eigentlich so... Na. Aber wir probieren noch einmal an dieses lustige Tier ranzukommen. Das wird sich nie ausgehen. So. Aber wir müssen auf jeden Fall schnell runterlaufen. Das Ding ist auch so schnell. Huch. Yay! Schneller runter! Gott. Ja, was ist jetzt? Stirbst du jetzt dann viel? Hallo? Da oben ist ein Felsen. So. Nee, das ist. Ist das ein Felsen oder ist das eine. Nee, das ist. Ja, keine Ahnung. So. Komm schon. Juhu. Obwohl, nee, ich weiß. Haha, ich weiß schon, was ich tue. Nee, ich komme hier. Also mit, ohne Kazooie komme ich hier ohnehin nicht drauf. Ich komme hier auch mit Kazooie nicht drauf. Oder? Nee, geht nicht. Naja, wenn das nicht geht. Müssen wir uns eben einen anderen Weg suchen. Bart, dieser Drache ernervt. Noten. Mehr Noten. Autsch. So. Das nerve im anderen Freundchen. Es ist interessant. Ja, gehen wir mal da runter. Ja, das war ja jetzt super. Alter. Nee. Nee. So, jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Ah, Chichi, ich bin mir sicher, das ist ein böses. Wow. Alter. So nicht bei. Und der Drache muss auch wieder kommen. Eisbrocken schmeißen. Weil ist ja so lustig, ne? So. Und jetzt hier hoch. Ah. Nee. Ich bräuchte hier Springschuhe irgendwie. Aber hier geht's wieder Richtung Vulkan, oder? Ja. Waren wir hier schon mal? Ich vermute schon, weil wir können ja überall hinfliegen. Ist ja nicht so, ne?
Ja, waren wir schon mal. Gut. Nee, warte. Also bräuchten wir die Plop-Plop-Stiefel. Die haben wir natürlich nicht. Aber ich glaube ja, dass ich mit den Plop-Plop-Stiefeln auch andere Sachen erreichen kann. Hallo. Ich bin Klumpfuß. Mit einem enorm großen Fuß. Das ist ja drollig. Mein ganzer Stolz solltest du versuchen, meine Schuhe zu stehlen. Dann darfst du ihn von nahem bewundern. Aber die passen dir doch gar nicht. Na und? Du bekommst sie jedenfalls auch nicht. Alter. Das Gepäck ist ziemlich nervig, oder? Ich bin sehr stolz auf meinen prächtigen Fuß. Wo? Ach ja. Nahahaha. Das hat ihm wehgetan. Oh, mein armer riesiger Fuß, wo ist der erste Hilfekasten? Ja super, jetzt kann ich die Saugnapfschuhe nehmen. Die Propf. Ich glaube, dass ich mit denen nicht nur über die Wege rauf kann, sondern auch hierhin. Ist nur eine Vermutung. Nee. Okay. Vermutung wurde nicht erfüllt. Schade. Gehen wir mal hier. Plop, plop, plop. Ja, ich sehe mich nicht. Das ist nicht tragisch. Ich kann hier auch mit denen vielleicht. Nee, auch nicht. Hier runter. Plop, 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 plop. Hui. Und Sprung. Ein Iglo. Dad. Ich gebe so viele Möglichkeiten jetzt, nur ich nutze sie natürlich alle nicht. Gehst du hoch? Danke. Schnell, lauf, Kazooie! Er wird kommen und dich töten, wenn du nicht laufst. Wow. Eieiei. Apropos kommen und töten. Ich bin auch bald tot, wenn ich nicht aufpasse. Wieder mal, ne? So, die beiden vernichten wir schnell. Feuer! Feuer! Und keiner hinterlässt mir eine Honigwabe, obwohl ich sie so dringend bräuchte. Was ist das hier? Ach ja, da war eine Honigwabe. Okay. Verstehe. So. Das wird es sicherlich richtig. Ich hasse es. Leute, muss das sein? Lasst mir doch die Freude. Eieiei. Ich werde sterben. Hoffen zu sterben. Eier. Hey. Gut. Wenn doch hier irgendwann eine Honigwabe rauskommen würde. Ja, oder... Ja, eine Challenge-Wabe. Perfekt. Nein, 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 nein. Eieiei, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, das habe ich jetzt wieder volles vergeigt. Aber naja, ist ja nichts Neues. Ich vergeige ja öfter was, ne? So. Plop, 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 plop. Nein, das geht nicht. Jetzt müsste wir zu schreien anfangen. Hoch da, schnell. Hoch da, schnell. Nicht jetzt. Alter. Gefahr. Am laufenden Band. Holla. Plop, 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 plop. Alter. Ah, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist Vulkanfarben. Also Erik der eiskalte Drache. Also Erik Eis. Du bist bestimmt der Pizzajunge, der meinen armen Bruder verhauen hat. Er hat versucht, uns zu fressen. Du willst doch sicher auch eine Pizza, oder? Ja, bitte, ich habe eine Sardellenpizza Deluxe bestellt. Tja, Pech, wir haben keine.
Natürlich hast du eine. Gib mir meine Pizza. Wow, der. Ach nee, der ist wieder anders. Okay. Ah. Aua, das brennt. Ich weiß. Stirb. Lass mich mal probieren. Wow. Der fegt ja richtig. Hula Hoop springen ist das fast. Oh oh. Achso. Verstehe. Schwierigkeitsstufe 2 quasi. Nein, muss das sein. Ja, Schwierigkeitsstufe 2. Feuer! Oh oh. Danke. Und gestorben. Yay, bin ich gut. Und ich stürze auch noch in die Tiefen der Tiefe. Hey, ja, oh. Nein. Nein. Jetzt sind wir wieder so weit weg. Okay, Alter, der schießt auf mich.